Unter den Wechseljahren versteht man die Zeitspanne vor und nach der Menopause, also der letzten Regelblutung. Dieser Zeitraum kann einmal bis zu 10 Jahre dauern. Eingeleitet wird diese Phase des hormonellen Umbruchs meistens schon um das 40. Lebensjahr, der sogenannten Prämenopause. Es kommt nicht mehr in jedem Zyklus zu einer Eizellreifung, daher bleiben Eisprünge aus, der Östrogenspiegel schwankt. Durch den fehlenden Eisprung sinkt auch der Progesteronspiegel, also der Gelbkörperhormonspiegel. Das heißt, es kommt zu Zyklusstörungen, Wassereinlagerungen, Brustspannen, Stimmungsschwankungen. Prinzipiell haltet sich der Östrogenspiegel noch relativ konstant. Wenn dieser abfällt, in der sogenannten Perimenopause, gegen Ende 40, Anfang 50, treten diese klassischen Symptome wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche auf, auch Schlafprobleme und auch Stimmungsschwankungen sind dann auch klassische Symptome. Es verlangsamt sich auch der Stoffwechsel, der Energiebedarf nimmt ab. Das heißt, Frauen leiden unter Gewichtszunahme, auch vor allem um Fetteinlagerung im Bauchbereich. Gefolgt wird diese Phase dann von der Postmenopause. Wenn sich der Hormonspiegel wieder etwas einpendelt auf viel niedrigerem Niveau, lassen diese klassischen Wechselbeschwerden nach. Hier sind dann vor allem Scheidentrockenheit und Libidoverlust vorrangige Symptome. Bei milden bis moderaten Wechselbeschwerden helfen oft schon einfach Lifestyle-Modifikationen, Veränderung des Lebensstils, Änderung der Ernährungsgewohnheiten, Verzicht auf Alkohol und Nikotin. Das reicht oft schon aus, dass die Beschwerdesymptomatik doch deutlich besser wird. Auch pflanzliche Substanzen, welche eine hormonähnliche Wirkung haben, können hier zum Einsatz kommen. Rotklee, Traubensilberkerze, aber auch die Jamswurzel oder Soja können helfen, milde Wechselbeschwerden zu lindern. Salbei hilft gegen Nachtschweiß und Schweißausbrüche. Hopfen kann zum Beispiel Schlafstörungen, Einschlafprobleme bekämpfen. Sind die Beschwerden ausgeprägt oder die Lebensqualität eingeschränkt, sollte doch ärztlicher Rat eingeholt werden, um andere Therapiemöglichkeiten auszuschöpfen. Also etwa ein Drittel der Frauen leiden doch unter starken Wechselbeschwerden, die auch die Lebensqualität beeinträchtigen oder auch zu einem hohen Leidensdruck führen. Hier ist nach genauer ärztlicher Abklärung und Ausschluss von Kontraindikationen die Substitution von Sexualhormonen indiziert.